Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste in der Liste ist Midas Gold Plus. Und ja, hier ist es so eine Mischung aktuell. Es gibt zwar ein paar kleine Sachen zu berichten. Ach stimmt, die Daily findet erst heute um Mitternacht statt, weil deswegen war es mir wichtig, das war aufzurufen, aber stimmt, ich habe das heute schon nach Mitternacht noch gespielt gehabt, deswegen ist das jetzt noch nicht aktiv. Aber morgen bekomme ich dann wieder den hohen 7-Tages-Bonus, bevor das dann wieder von vorne losgeht. Ja, also im Moment, was ich hier regelmäßig mache, natürlich meine Food Cooking anwerfen und dann meinen Pegasus aktuell füttern. Wie gesagt, leider ist es nicht möglich, zurückzuschauen, welche Pets schon alle da waren, und es ist schwer zu sagen, wann die nächsten kommen. Also beziehungsweise, ob noch überhaupt die nächsten kommen und wie viele es in der Reihe gibt. Und aktuell bin ich halt noch in der Goldliga, und da werde ich jetzt nämlich gleich wieder einen Angriff machen können, beziehungsweise machen müssen. Es lohnt sich im Moment nämlich nicht sehr, weil ich muss ziemlich viele Health Portions auswenden dafür, um hier überhaupt bestehen zu können. Aber das zeige ich euch jetzt gleich in der Battle. Also erstmal hier die Damage-Boni aktiviert, und ich hau erstmal 10 oder bis 20 hier von diesen Potions rein und dann mal schauen, wie weit ich damit komme, weil im Moment sieht es zumindest recht gut aus. Also aktuell habe ich einen Enemy Attack von 1,5 hoch 15. Das heißt, sobald ich an die Grenze komme, muss ich dann auf jeden Fall wieder noch nachwerfen. Es macht zum Glück keinen Unterschied, ob man die jetzt kurz vor Schluss oder ob man die am Anfang macht. Das wirkt sich ziemlich gleich aus. Und ich mache etwa 9 hoch 14 Schaden, also muss ich gucken, inwieweit ich, weil mein Schaden zählt zuerst. Das heißt, wenn ich ihn kille, richtet er keinen Schaden mehr an, und dann ist es egal. Aber ich muss hier jetzt schon mal nachgeben, also nachbessern, damit ich auf jeden Fall genug Gesundheit habe, damit er mich nicht killt. Und ja, also das reicht jetzt. Ich muss jetzt nicht nochmal extra drauflegen, sondern kann ihn dann zumindest erledigen und erhalte 15 weitere Punkte. Da das halt so viele Gesundheitspunkte kostet, mache ich das halt nur Stück für Stück, wenn es unbedingt notwendig ist, weil ich hier eben sonst keine weiteren Potions kräften kann. Und jetzt habe ich tatsächlich mal wieder so viele Battle Points erreicht, um hier die nächste Stufe zu machen. Das heißt, der Block bekommt jetzt Stufe 25. Das ist dann auch alles soweit, was ich hier im Haustier machen kann. Das dauert jetzt wieder einige Tage. Also 11 Potions habe ich jetzt, also 2 Tage, bevor ich dann wieder einen Angriff starten muss, damit ich hier wieder mehr runter bekomme. Dann kann ich auch für Attack und Defense wieder eine Potion zusätzlich machen. Das ist soweit, und im Moment stehe ich kurz davor. Naja, ganz kurz ist es noch nicht. Im Moment steht erstmal die jetzige Verdopplung an, wo ich hier jetzt schon mal die Boni wieder aktivieren kann. Wo es darum geht, halt die Diamanten wieder zu verdoppeln. Und bei der nächsten Verdopplung schalte ich dann Lynn, Queen of the East frei. Also beziehungsweise ich muss es ja nicht vorher einsammeln, sondern dass ich dann demnächst die 1,1 hoch 106 überschreite. Dann komme ich da zumindest wieder ein ganz, ganz kleines Stück weiter. Das ist halt im Moment, wo das Spiel sehr, sehr langsam läuft. Ähnlich wie bei den Raid Points habe ich die jetzt schon eingesammelt. Ah ja, habe ich schon gar nicht mitbekommen. Das lief schon so automatisch, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die schon einmal durchgeklickt habe. Weil ja, ich habe den Stundentimer da schon wieder aktiviert. Und das dauert auf jeden Fall noch ewig, bis ich die alle eingesammelt habe. Mal gucken, ob ich das später einfach über die Diamanten beschleunige, wenn ich die ausgebe, weil ich die für das andere nicht mehr brauche. Im Moment gebe ich die Diamanten aber noch als Boost aus, um ja, mehr Geld einzunehmen, um letztlich diese letzten 2 oder 3 Champions dann letztlich freizuschalten. Weil ich vermute mal, dass es hier hinten eventuell noch einen gibt. Das Einzige, was halt schade ist, dass aktuell nichts mehr in den Steam Achievements abgebildet wird,
So, wie ihr seht, sind hier leider die Errungenschaften eben alle schon voll, obwohl es noch ein paar kleinere Sachen gibt, die halt hier freizuschalten sind. Mal gucken, was jetzt hier so der letzte war. Ah, hier, Get a Trophy of Times, genau, das von Benedikt. Das ist nämlich, das wird jetzt natürlich da nicht mehr angezeigt im Spiel, weil das war eben so ein Fass und das war eben genau der Titel mit dem Trophy of Times Upgrade. Das war das letzte Achievement am 1. November. Und seitdem laufe ich jetzt eigentlich eher so, dass ich zwar im Spiel noch Achievements erfülle, aber sie sind nicht mehr relevant wirklich für das Spielergebnis als solches oder beziehungsweise für das, was ich in Achievements habe. Ich kann es halt einfach erstmal so weiterlaufen lassen. So, die anderen Sachen sind hier wieder das reguläre, letztlich die blauen Sachen einfach in rote Diamanten umzuformen. Dann kann ich da wieder 2-3 Updates kaufen. So, dann machen wir hier mal wieder ein episches Upgrade. Jawohl. Okay, kann ich gleich 2 machen und dann kann ich nämlich noch 2 Void Crystal Updates machen, die 100er. Und das ist dann im Endeffekt das, was ich nach längerer Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt die blauen wieder aufgehoben habe, ob das schon ein Wochen war oder schon ein bisschen länger. Und dann, ihr seht, congratulations, you have collected all the ancient artifacts. Also selbst das Bierfestival hat einen gewissen Reiz verloren, nachdem hier letztlich die Artefakte, also es gibt nur 20, dann ist Schluss. Und die 20 habe ich jetzt halt inzwischen alle bekommen, nach und nach freigeschaltet. Ich glaube, bei Resurrection hat das Bierfestival oder so angefangen. Das heißt, die anderen habe ich jetzt alle während des Bierfestivals bekommen. Ihr seht, wie sich hier so die Werte teilweise gesteigert haben. Zumindest was Building Profits, Knowledge Gain und Energy per Tick angeht. Okay, das hat sich jetzt bei den letzten nicht mehr gesteigert. Aber das sind so einfach mal die Collection, also das, was ihr an Artefakten einsammeln könnt. Und dann ist eben Schluss. So, natürlich ist das Bierfestival in der Form noch zu spielen. Ich habe jetzt schon wieder 1650 eingesammelt und geht jetzt natürlich darum, die wieder zu aktivieren. Aber das werde ich jetzt hier jetzt nicht alle rausholen. Okay, da habe ich jetzt wieder den nächsten Packen mit 146 Items und 146 blauen Edelsteinen. Und ja, das ist dann halt eher so das Langwierige, da für jedes Ding einzeln zu ziehen. Und wie gesagt, ohne die Artefakte macht das hier, ist es noch mal weniger relevant geworden. Das Einzige, wofür es für mich jetzt noch wichtig ist, ist hier, was sehr praktisch ist, wenn ich Raid Points bekomme, womit ich im Endeffekt diesen Sprung noch beschleunigen kann. Und natürlich das andere wäre noch für das Haustier. Das ist natürlich auch sinnvoll. Mal sehen, wie weit da die Leiter noch geht, weil ich gehe davon aus, dass nach dem Goldenen bestimmt noch ein Platin existiert. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was dann da geboostet wird. So, also nochmal ein bisschen Spekulation. Was könnte hier jetzt noch verfügbar werden? Also Diamantwert wird mit Sicherheit nicht wiederholt werden. Critical Profits, okay. Dann Knowledge Gain. Ist die Frage, welcher Bonus hier noch interessant wäre. Wobei, was im Moment noch komplett fehlt, ist ein direkter Goldbonus oder Produktionsbonus oder Speedbonus. Irgendwas in der Richtung, der zumindest hier nochmal die Einkünfte beschleunigt. Das wäre zumindest hilfreich. Ansonsten hier passiert halt auch nicht viel. Bei 1 hoch 6, also kurz bevor ich letztlich, kurz bevor ich genug Diamanten zusammen habe, um den nächsten Helden dort freizuschalten, den nächsten Champion, habe ich auf jeden Fall auch dann genug. Wenn ich dann resette, um eben hier wieder anzufangen, dann das nächste Diamond Value hochzusetzen. Critical Gains ist auch dann nochmal dabei und dann halt die ganze Reihe wieder einmal durchzugehen. Und hier kommt es halt immer mal wieder, wenn ich die halt zusammen habe. Aber auch da ist der Bonus jetzt nicht so groß, dass es sich lohnt, das zu forcieren. Ich kann ja mal gucken, wie hoch der Bonus aktuell ausfällt, wenn ich die Knowledge Production letztlich mit booste. Also hier bewegt sich kaum irgendwas, also es ist ziemlich irrelevant aktuell. Aber ich kann natürlich hier nochmal umschalten, dass ich hier auf Knowledge Boost umsetze. Aber ja, nur dass es sich ein bisschen schneller bewegt, das heißt, bis ich hier ein 3 hoch 84 zusammenhage, das dauert sehr, sehr lange. Dann lasse ich es lieber ganz normal hier laufen.
Weil es wird noch eine Weile dauern. Also entweder müsste ich aktiv hier eine ganze Weile spielen, immer wieder, weil hier von denen habe ich ja genug. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. Ich kann nur vermuten, entweder es ist umgesprungen oder die letzte Ziffer wird nicht angezeigt. Das heißt, eigentlich habe ich wahrscheinlich 11.740 irgendwas. Oder ich habe tatsächlich nur noch 1.000 und der ist bei irgendwie 10.000 umgekippt und zeigt deswegen den Wert nicht mehr korrekt an. Kann ich so leider nicht feststellen, weil es keine andere Anzeige gibt. Back to Medium, weil hier war ja normal immer Upgrades, aber auch hier wird die gleiche Zahl angezeigt. Das heißt, auch hier ist es nur vierstellig. Also kann ich nicht einschätzen, ob die verloren gegangen sind. Und wenn ja, dann schade, aber auch nicht schlimm. Beim War Outpost ist im Endeffekt nichts mehr los. Hier sind alle Buildings auf... wo ist denn das eingefroren? Also hier kommt sowieso nichts mehr, weil es gibt ja auch keine Embleme mehr freizuschalten. Ja, die Ressource-Upgrades liegen alle bei 1, also absurden 1 hoch 300. Das heißt, Werte, die ich so nie erreichen werde. Das heißt, Upgrades sind hier nicht mehr möglich. Und für die Army-Upgrades gilt das Gleiche. 1 hoch 300 von Metall ist einfach nicht mehr möglich. Das heißt, ich kann hier immer noch ein bisschen rumspielen, ohne großartig was zu tun. Und nach die Stone Production noch ein bisschen hochbringen, damit mehr Steine produziert werden und den Rest dann in die Armeen zu produzieren, um ja, hier dann noch ohne jetzt größere Beschleunigung hier zu machen. Also auch hier seht ihr, dass hier nur noch 1174 angezeigt werden. Und der größte ist der hoch 33, ist aber auch schon abgegradet. Und dann kann ich den jetzt noch ein bisschen machen. Und das war's. Ja, also deswegen, es ist ziemlich ruhig in Medeum geworden und auch bei Binas Gold Plus, aber ich bin noch nicht am Ende angekommen. Und die Beschleunigungsmöglichkeiten sind im Moment sehr gering, was das angeht, um das hier irgendwie schneller vorwärts zu kommen, sondern eigentlich über Wochen zu grinden und hier Diamant für Diamant und im Endeffekt nur mit den Boosts überhaupt in die Lage zu versetzen, hier noch Stück für Stück in der dritten Nachkommastelle sich langsam vorzubearbeiten. Also deswegen, soweit zu Midas Gold Plus. Und ja, mal sehen, wie lange das noch dauert, bis ich das dann tatsächlich abschließen kann. Vielleicht kommen die auch auf die Idee, noch ein Update rauszubringen, mit dem sich irgendwie das mit den Raids und den Diamanten nochmal beschleunigen lässt. Und dann ist nur noch die Frage, ob ich dann eventuell so lange spiele, weil ich bin sicher, auch bei den Haustieren wird es irgendwo ein Ende geben. Also irgendein Haustier, das dann nicht bei Level 10, beziehungsweise wenn man Level 10 aufgelevelt hat, umspringt auf ein neues, sondern das dann wahrscheinlich bleibt. Vielleicht ist es das Pegasus. Ich werde es in 3 Leveln erfahren, ob es danach noch eins gibt. Weil die Frage ist natürlich auch, was will man mit einem astralen Pegasus noch steigern? So viele Möglichkeiten dürfte es dann nachher nicht mehr geben. Also soweit Midas Gold Plus für heute.